Das Verb devolver haben wir jetzt gerade konjugiert, ne? Also, dieses Verb, das Verb devolver, du hast gesagt, das ist ein neues Verb, aber ja, ein neues Verb von der, wie kann ich das sagen, von den Vokabeln her, weil das haben wir noch nicht gelernt. Devolver heißt zurückgeben. Aber grammatikalisch kennst du schon ein bisschen dieses Verb, weil schau mal, wenn du das Verb in der Grundform genau schaust, na, devolver und dieses de wegnimmst, dann haben wir volver. Und volver, zurückkommen, na, das kennst du schon, volver. Okay. Genau, und die Konjugation, das ist genau so. Also bei volver, das ist vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis und vuelven. Und bei devolver ist so ähnlich, natürlich von der Bedeutung her nicht, aber von der Grammatik her wird praktisch genauso konjugiert, nur mit diesem de davor. Devuelvo, devuelves, devuelve, devolvemos, devolvéis, devuelven. Die sind so wie verwandt, sagen wir so, diese beide Verben, volver und devolver. Und so gibt es auch sehr viele Verben, ne? Sehr viele Verben. Okay. Genau. Wir hatten auch das Verb sonreír. Weißt du noch? Lächeln. Und sonreír, die Konjugation, das ist... Rio, rías, ría. Exacto, wie reír, oder? Ja, das ist ein Beispiel. No? Weil reír haben wir, reír. Río, ríes, ríe. Reímos, reís, ríen. Und sonreír, also reír, lachen, sonreír, lächeln, no? Sonrío, sonríes, sonríe, no? Sonreímos, sonreís, sonríen. Max, das ist gleich. Lachen und lächeln, ne? Ria und Sonria. Okay. Einfach nur, wenn die Verben so ähnlich sind, dann Alarmglocken. Hey, Moment, vielleicht die Konjugation. Hier Alarmglocken, okay. Hey, vielleicht, ne, lass dich nicht beeindrucken, so, oh Gott, ein neues Verb, ne, so. Okay. Okay, sí, sí. Okay.